Willkommen zurück zu einer neuen Folge hier in Minecraft und heute geht's ran, dass wir uns eine Dönerbude bauen. Bei mir ist das Alis Kebab. Du kannst natürlich dir den Namen auch selber gestalten. Vielleicht schreibst du auch mal ein paar Vorschläge rein. Vielleicht ist einer dabei, den irgendein anderer auch noch zusagen würde. Ansonsten bedanke ich mich natürlich, dass ihr mitbekommen habt, dass ich wieder hier auf YouTube aktiv bin. Ja, wir wollen natürlich wieder ein bisschen was machen für den Sommer. Aber ansonsten geht's erstmal los mit der Dönerbude und wie wir uns die bauen, zeige ich dir. Legen wir erstmal los, wie immer, mit dem Grundriss. Dafür nehmen wir jetzt einfach mal ein bisschen glatten Sandstein. Und dann ziehe ich mir hier eine Reihe lang von 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Blöcke erstmal. So, dann mache ich die Vorderseite. Da setze ich nochmal 1, 2, 3, 4, 5 Blöcke ran. Insgesamt habe ich hier 6 Blöcke. So, 2 Blöcke freilassen für unsere Tür. Und dann wieder 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, jetzt ziehen wir das Ganze auf die gleiche Länge nach hinten, wie wir es auf der anderen Seite haben. Und dann einmal zuziehen. So, das Ganze machen wir jetzt insgesamt auf eine Höhe von 3 Blöcke. Darauf könnt ihr gleich einmal eine rote Betonschicht einmal ziehen. Die wollen wir natürlich auch einmal ringsrum setzen. Weiter geht's dann mit einer Endstein-Ziegelblockreihe. Und dann wollen wir schon das Dach einmal raufsetzen. Nehmen dafür einfach ein paar tiefer, schiefer Stufen. Dann geht es weiter mit einem Block oder ihr könnt auch gerne weiter Stufen nehmen, wie ihr wollt. Und die setzen wir einmal auf der Innenseite unserer Stufen einmal lang. Dann setzen wir auch gleich einmal eine Decke rein. Ich nehme dafür jetzt einfach mal einen Kohleblock und ziehe jetzt einfach hier oben unser Loch zu. Okay, unsere Bude sieht schon mal von außen nicht schlecht aus. Jetzt geht es einmal nach innen. Und hier möchte ich mir gerne noch ein paar weitere Wände setzen. Dafür nehme ich jetzt einfach mal hellgrauen Beton für meine Farbe. Ihr könnt die natürlich wechseln. Und ich möchte mir insgesamt innen drin eine Höhe von 4 Blöcke einmal ziehen. Es ist noch ziemlich dunkel hier drin. Vielleicht wollen wir auch ein paar Fenster uns mal reinsetzen. Da guckt ihr einfach mal von draußen und schlagt ihr einfach euch mal durch die Wand einmal durch. Ich würde einfach mal so ein 2x2 Fenster mir reinsetzen. Ja, könnt ihr auf der anderen Seite genauso machen oder ihr macht es hier ein bisschen größer. So, 2x3. Das Ganze geht natürlich nicht nur auf der Vorderseite, sondern auch auf den Seiten. Wenn ihr wollt, könnt ihr euch das gerne freihauen. Die Abstände kann man sich, sag ich mal, selber setzen, wie man will. So, auf der Rückseite mache ich mir auch nochmal ein Fenster hin. So, ich mache das mal synchron mit auf der Vorderseite. Obwohl, ich könnte es auch ein bisschen zur Seite setzen. Genau. Das machen wir mal. Okay. So, wenn man sagt, ich habe meine Fenster drin, nehmen wir natürlich noch ein paar Glasscheiben und können die dann hier einmal in unsere Fenster setzen. Wenn ihr es geschafft habt, könnt ihr natürlich jetzt innen drin noch gleich einen Boden euch reinzeichnen. Ich nehme natürlich hier so ein schönes Küchenmuster, einfach so wie so ein Schachbrett ein bisschen. Hier ist natürlich so der Essbereich und da, wo später unser leckerer Döner zubereitet wird, nehme ich einen etwas anderen Boden, um das Ganze ein bisschen abzuheben. Bevor ich das ganz vergesse, ihr könnt auch gerne noch natürlich eure Decke verkleiden. Nehmt dafür einfach ein paar Stufen und setzt die einmal oben ran. Der Vorteil ist, so ein bisschen werden unsere Fenster auch dadurch hervorgehoben. Ich finde das immer schöner, wenn die Fenster, sag ich mal, zur Decke noch so einen halben Block haben. Das wirkt einfach schöner, als wenn da, sage ich mal, so ein ganzer Block ist. Und wir können damit natürlich unser Dach natürlich auch nochmal verdecken. So, das hebt sich dann auch wieder hervor, von außen wie von innen. Aber sei es drum. So, wir fliegen jetzt einmal nochmal aufs Dach. Hier kommt nochmal ein bisschen Deko hin. Ich würde einfach ein paar Steinblöcke mir nehmen, mir die hier oben als Viereck so hinsetzen. Und darauf mir ein paar Schienen, das sollen so ein bisschen Deko sein für unser Dach. Kann ja so eine Lüftung oder sowas darstellen. Ansonsten fliegen wir mal vorne hin und setzen uns eine Tür rein. So, ich baue die Tür mir einfach mal aus Holz. So, die setze ich mir so hin, dass die vorne so ein bisschen übersteht. Jetzt gucken wir mal kurz. Ach, ich mache da Stufen oben hin. Und auf der Innenseite mache ich mir dahinter eine Treppe. Genau, das sieht doch schön aus. So, da kann man natürlich jetzt, sag ich mal, ja, ich nehme jetzt mal eine weiße Druckplatte von innen. Das passt dann zum Boden so ein bisschen. Und draußen habe ich Stein, also nehme ich hier auch eine Steindruckplatte. Und so komme ich hier rein, ohne die Tür zu, sag ich mal, anzufassen.
So ganz bequem, wunderbar. Wir können natürlich noch ein bisschen das Holz nehmen von unserer Tür. Und zwar setze ich mir ein paar Stufen über unseren Fenstern draußen hin, um die wieder ein bisschen hervorzuheben. Das sieht immer ein bisschen schöner aus, wenn hier noch so ein bisschen anderes Material verbaut wird. So, Rückseite dürfen wir nicht vergessen, hatten wir auch ein Fenster. Jetzt wollen wir natürlich unsere Dönerbude noch von draußen ein bisschen besser gestalten. Ich würde mal sagen, wir bauen uns noch einen schönen Dönerspieß hier einfach mal hin. Nehmen dafür ein paar Mauern und als Fleisch würde ich jetzt einfach mal Seelensand nehmen, finde ich ganz passend. Daneben machen wir einfach mal so auf der Mitte dieser Blöcke mit ein paar Stufen uns das Schild hin. Da könnt ihr natürlich jetzt, sage ich mal, noch mit Schildern euren Namen dann draufschreiben, wie eure Bude heißen soll. Ansonsten ist das Logo damit auch fertig. Okay, so, jetzt wollen wir vorne natürlich noch ein bisschen was machen. Und zwar würde ich sagen, ziehen wir uns mal einen kleinen Zaun hin. Wir können am besten an der Seite des Gebäudes anfangen. Und zwar mache ich das immer so mit Mauern. Die setze ich einfach neben das Gebäude, lasse mal zwei Blöcke frei und setze dann immer wieder so eine Mauer hin. Da zieht sich dann, sage ich mal, perfekt so zur Seite lang. Wir haben immer einen Abstand von zwei Blöcke. Wer möchte, kann natürlich noch den Boden darunter ein bisschen hervorheben, indem ihr das gleiche Material nimmt, wie euer Zaun auch ist. Dazwischen setzt ihr einfach ein paar Eisengitter. Und weil Mauern, sage ich mal, sich ja immer zu den Seiten verbinden, sind die natürlich in der Mitte hier ein bisschen niedriger. Das beheben wir jetzt ganz einfach, indem wir ein bisschen Teppich raufsetzen. Und dann werdet ihr sehen, die Mauer passt sich zum Teppich an. Ja, wir gucken mal. So, seht ihr, dann wird die wieder größer. Und dann haben wir unsere Dönerbude schon fertig. Na gut, jetzt müssen wir sie natürlich noch innen drin ein bisschen einrichten. Aber wie das wieder aussieht, zeige ich dir einmal drüben. Aber wir fangen natürlich draußen erst einmal an. Also ihr könnt euch natürlich vorne das Ganze noch ein bisschen gestalten mit Tische und sowas und Stühle, damit ja auch Leute draußen sitzen können beim herrlichen Wetter und ihren Döner genießen können. Ansonsten natürlich nicht vergessen, euer Schild draußen auch zu beschreiben, je nachdem wie ihr euren Dönerbude nennen wollt. Ja, und dann geht schon einmal rein hier, zack. Hier innen drin natürlich auch, sage ich mal, mit einem schönen Tresen. Da kann man natürlich seine ganzen Soßen und Salate und etc., sage ich mal, hier vorne hinstellen, damit man auch sehen kann, wie sein Döner belegt wird. So, da haben wir natürlich Getränke und Döner, also eine riesige Auswahl an Menüs, was wir hier haben können. Wir haben natürlich genug Sitzmöglichkeiten und hier seht ihr schon die Teller mit den Dönern. Ne? Hier überall ein Dönerteller, so gehört sich das. Ja, ansonsten, wir gehen jetzt einmal in die Küche rein. Wir haben alles drin, was wir wollen. Ein Dönerspieß. Da kannst du auch, sage ich mal, ein bisschen Dönerfleisch immer abschneiden. Eine Kaffeemaschine auf jeden Fall. Und hier haben wir noch eine Fritteuse. Ich finde die immer ganz gut mit diesen Käfigen. Und so ein Kessel mit irgendwas Gelbem drunter. Das sieht ja aus wie so dieses Fett. Ne? Dieses Fritteuse. Da kannst du ein paar Pommes machen. Ja, ansonsten haben wir auch noch einen Kühlschrank. Ja, alles drin, was wir brauchen. So, das war's dann wieder für heute. Unsere Dönerbude steht. Ich hole mir gleich noch einen Döner mit Pommes, so wie es sich gehört. Und dann setze ich mich hier draußen hin und genieße jetzt einfach noch den schönen Minecraft-Tag. Ansonsten vergiss natürlich nicht, den Kanal zu abonnieren. Dann bleibst du mal auf dem laufenden Stand. Und wir hören uns dann wie immer zur nächsten Folge wieder. Also, haut's rein und ciao.